Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. So, wir haben hier einen weiteren Bossgegner vor uns, also einen weiteren Boss, so, diese Langhaarhexe schon wieder, die wir eh schon kennen. Und ich habe ehrlich gesagt Bedenken, ob ich sie besiegen kann. Selbstverständlich werde ich mein Bestes geben. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob wir sie elektrisieren könnten. Das wäre sogar ganz famos, weil dann könnte ich hier schon mal theoretisch einen hinplatzieren. Ich glaube, da ungefähr wird es sein. Ich hoffe, dass das so passt. Und dann könnte ich schon mal mit den Bolzen hier beginnen. Okay, versuchen wir unser Glück. Weil wenn sie nämlich gestunt ist ein bisschen, haben wir vielleicht... Okay, sie ist schneller wie ich. Waffe wechseln. Ich will es gerne mal mit... Jawohl. Waffe wechseln. Ich stecke fest. Irgendwie geht die Tür nicht auf. Ich kann mich nicht wehren, gell? Nein. Mhm. Okay. Da habe ich nicht viel Zeit. Am besten dort dann nochmal stunnen. Und dann nochmal mit dem Bolzen draufzünden, denke ich mal. Okay, schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Das wird schon werden. Ich brauche nur Einspielung. Das ist alles. So, Waffen wechseln und so weiter. Das wird halt jetzt ziemlich heftig, aber ich glaube... Das werden wir schon hinkriegen. Stimmt, da könnte ich noch schauen, ob das... Ich glaube, das geht sich nicht aus. Mehr Damage auf die Harpunenbolzen. Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Qualbolzen, explosiv. Ah, tatsächlich, würde gehen. Schau mal, warte mal. Harpune. Ah, die ist zu teuer. Okay, die macht jetzt schon ordentlich Damage. Explosivbolzen ist auch so eine Sache. Die dürfen wir auch skillen, nämlich vergessen zu sagen. Die machen wir natürlich sofortigst. Den Rest bringt sie eigentlich nichts. So. Ich weiß, dass wir jetzt keinen Explosivbolzen haben. Aber für Zukunft. Zukunft. Verstehst? Zukunft. So, nochmal schnell speichern. Tut mir sehr leid für den Aufwand. Ja, bitte. Gut. Passt. Und dann nochmal von vorn. Tut mir sehr, sehr leid. So. So. Da fällt mir gerade ein, Schlüssel oder so hatten wir, glaube ich, eh nicht, oder? Ich glaube nicht, ne? Na, wird schon passen. So. Also nochmal. So, wie gesagt, Einspielungssache, Übung... Ihr wisst Bescheid. So, wir sind schneller darüber, glaube ich, ne? Oh, ich bin müde. Hoppala. Das war zu viel gespendet. So, da muss ich auch aufpassen. Also, Waffe nochmal. Bolzen. Das mit dem Explosivbolzen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Explosiv. Na, passt schon. Explosiv. Elektrobolzen, so. Ist gar nicht so verkehrt, glaube ich, dass ich ein bisschen stunnen kann, die Gnädige. Aber ich glaube, da wäre es besser, den, glaube ich, hier zu platzieren. So. Und dann gehen wir es wieder an. Durch. So, ich mache glaube ich was verkehrt, ne?
Ah, sie hat mich schon wieder. Hey, oh, das ist jetzt unfair. Das ist jetzt unfair. Ich finde, das war jetzt nicht so schlecht. Haha, danke für den Tipp. Manchmal ist Wegrennen die bessere Strategie. Ach nö. Will aber nicht, ich will die umbringen. Scheiße. Okay, nicht ärgern. Das kann nur schlechter werden. So. Die werden wir jetzt wohl irgendwie down kriegen, oder? Ich glaube, der Elektrobolzen hat auch nicht viel gebracht, oder? Ich meine, Schaden macht er sowieso keinen. Schaden macht er sowieso keinen. Und ja, ich bin eigentlich nur dazu da, dass sie ein bisschen Ruhe gibt, ne? Vielleicht muss ich da wirklich mehr damit arbeiten. Oh, das ist so ein Blödsinn, wie so ein kleiner Niederballer. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht hätte aber auch nicht mehr viel gefehlt. Das könnte auch sein. Vielleicht sollte ich auch den Bolzen noch kurz sparen. Vielleicht resettet der nämlich. So, jetzt. Alter, bin ich schlecht. Du sollst... Wieso hat er jetzt nicht geschossen? Also er kann ihn nicht. Wieso darf ich mich hier nicht wehren? Das ist auch so eine Sache, ne? Das war jetzt kompletter Fail. Kompletter Fail. Also, arg. Ich habe mich jetzt selber verwirrt. Ich wollte jetzt drei Sachen gleichzeitig machen und konnte mich nicht für eine entscheiden. Habe ich jetzt so schier gefailt. Pfui! Das war jetzt echt... Also das war jetzt... Also wirklich pfui. So. Das ist halt viel zum Üben. Sehr viel zum Üben. Aber ich glaube, das mit der Harpune, das lasse ich, glaube ich. Also mit dem Elektrobolzen, ich glaube, der bringt sie nichts. Ich glaube nicht, dass ich sie damit stunnen kann. Falsche Richtung, Entschuldigung. Siehst du, ich will schon wieder zurück. Ich will schon weg. So. Ich glaube, da ist besser, wenn wir auf Damage bleiben. Glaube ich. Zuerst mal die drei hier verschießen. Die drei Bolzen. Und dann vielleicht, ja. Keine Ahnung. Und dann unser restliches Repertoire auspacken. Gut. Nach wie vor voll. Na, dann probieren wir es nochmal. So, also, nicht durcheinander kommen. Schön mit der Ruhe. Tief durchatmen. Alles wird gut. Durch. Durch. Sprinten. Durch. Sprinten. Wow! Das war jetzt unfair. Das war jetzt unfair. Wieso kann ich so schnell warten? Hey, das ist unfair. Ich habe keinen Explosivbolz mehr. Das ist natürlich das Ärgerlichste von allen. Okay, da hatten wir aber mit dem Elektrobolzen wesentlich mehr Erfolg, ne? Da war es nämlich eine Zeit lang gestunt. Wenn ich zwei Elektrobolzen hinplatziere, haben wir Zeit zum Flüchten und wir können Damage auf sie machen. Ich muss halt immer ein paar Schritte machen. Sie zusammenschlagen versuchen. Ich probiere es nochmal. So. Das, am Anfang lief es besser. Mit dem Elektro-Dingens-Bolzen. Da lief es doch tatsächlich besser. Wir werden mal das Kind schon schauen. Es dauert halt. Tschack, 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 tschack. So. Lief das tatsächlich besser? Hätte ich nicht gedacht. So, der erste. Und von mir aus hier der zweite. So. Dann können wir gleich... Nein. Nein. Ja. So.
Na, würdest du dich umdrehen? Danke. So. Okay, ich glaube, da war... Na, würdest du dich dücken? So, Waffe wechseln. Granaten könnte man versuchen. Oh, das hat mich selber getroffen. Ich habe mich, nein, das war wieder Fail. Oh, hoppala. Das war wieder Fail. Aber es war besser, oder? Also wir hatten, glaube ich, mehr Zeit. Okay, ich muss, wenn sie gestunt ist, vielleicht sofort die Granate schmeißen. Also die zwei Elektrobolzen. Hab vielleicht nicht gleich am Eingang, ein Stück zurück. Das könnte ich auch machen. Nicht gleich sofort, wenn sie da ist, weil dann verliert sie die Wirkung, ne? Bisschen zurück, dann ist sie vielleicht gestunt. Da können wir es mit Granaten probieren, wenn ich einmal durch den Gitter durch bin. Da können wir vielleicht alle vier hinballern, wenn es geht. Und dann müssen wir schauen, dass wir fliehen. Oder zumindest zwei hinballern, dann mal ein Stück laufen. Wieder zwei vielleicht. Im Laufen schmeißen wäre auch super. Ehrlich gesagt. Gut. Wir hätten sogar drei, sehe ich gerade, ne? Eins, zwei, drei, oder? Von diesen Elektro-Dingens. So, okay. Dann mache ich das jetzt so. Einen tun wir jetzt mal dahin. So. Das machen wir auf. So. Granatis. Lauf, lauf, lauf. Ich glaube, die ist verschossen. Andere Richtung. Das ist, ich darf nicht schmeißen, wenn sie kommt. Kann ich sie irgendwann mal langsamer machen? Außer mit dem Elektro. Eis wäre noch gut wahrscheinlich, ne? Vielleicht noch mit Eis am Boden schmeißen. Da könnte ich sie vielleicht auch noch langsamer machen. Und dann noch vielleicht mit der Schrot. Boah, das ist scheißlich. Das ist echt scheißlich. Vor allem, ich habe begrenzte Sachen wieder mal, ne? Also Munition. So. Und dann ist noch die Frage, dieser eine Gang. Muss ich dann bis zu dem Gang wahrscheinlich schon verstorben sein, ne? Anders geht das, glaube ich, nicht, ne? Aber ich hoffe halt wirklich sehr, dass man diese blöde Kuh jetzt dann, wenn wir sie da endlich besiegt haben, dass sie dann endlich tot bleibt. Das wäre wirklich ein Traum. Kannst da durch, du Esel. Die Frage ist halt auch, Sprinten ist ja nicht besonders... was mache ich da?
Alter, das mit V ist halt auch eine blöde Taste. Irgendwie hat das die Waffe dann erzielt. Du sollst die Tür? Geht überhaupt auf? Tatsächlich. Kann ich hier drüber? Nö. Aber ich kann, ich weiß nicht wohin. Okay, das sind dann noch zusätzliche Gegner. Okay. Darüber hätte ich können. Rechts lang. Ich wollte noch das grüne Gelee holen. Mhm, okay. Dann wäre es gut, in dem Gang noch so ein Slowbolzen zu hauen. So ein. Oh Gott, das wird ein schwerer Kampf. Also das ist ein recht schwerer Kampf, muss ich echt sagen. Puh, ich hoffe, ich zahle jetzt nicht drauf für meine Fails. Also ich glaube, ich zahle sogar schon drauf eigentlich, ne? Wenn man das jetzt genau nimmt, zahle ich eigentlich richtig drauf. Okay, ich glaube, auch unten steht natürlich die Zahl, ne? Wie viel Schuss wir insgesamt haben, ne? Von dieser Pfeilart, von dieser Bolzenart. Ach, das ist halt echt übel. Zurück kann ich auch immer, ne? Also ich muss auf jeden Fall den Weg weiterlaufen. Ich wollte es mal probieren, ob ich sie oben irgendwie dann im Kreis... Ah, das wird nichts bringen, ne? An ihr kommst du wahrscheinlich gar nicht vorbei, ne? Sie ist dann wie eine Wand. Anscheinend. Es ist auch nicht schlau, in die Richtung zu laufen, wo man vielleicht gerade eine Granate geschmissen hat. Boah, ey. Okay, da werde ich sehr lange dran hängen. An dem Boss. Ich habe auch immer dieses beklemmende Gefühl, dass ich nichts habe. Keine gescheiten Waffen. Also vor allem vom Damage her zu schlecht geskillt, glaube ich. Keine Munition. Echt übel. Und sobald ich beim ersten, ich muss mir das halt vielleicht auch mal merken, dass ich vielleicht beim ersten Tor hier gleich noch eine Dingfalle lege. Jetzt ist es zu spät, ne? Die habe ich auch gleich verschossen. Falsche Taste. Und ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, weil ich immer auf die blöde Taste durchschauen muss. Bolzen? Bolzen! Na, nicht schlagen. Eis. Was ist denn jetzt schon wieder? Eis. Eis.
Ich wollte nur mal schauen, was es hier so gibt. Ich werde eh verrecken, es ist ja wurscht. Der eine hat gar nicht getroffen. Ich glaube, sie kommt ja nochmal, ne? Überhaupt gar keine Munition zu kriegen, ist halt echt mies. Das ist halt richtig mies. Das mit dem grünen Dingens, ich hätte das halt mitnehmen müssen, ne? Das ist halt die Frage, ob es jetzt nochmal kommt. Wofür war jetzt der Hebel gut? Bäh? Aha. Ja, und jetzt bin ich hier. Ah, muss ich das abballern oder was? Na, jetzt schon. Ich bin gerade verwirrt. Also die Hexe. Mann, ey, jetzt habe ich die wieder nicht besiegt. Mhm. Ich glaube, ich brauche nicht traurig sein. Würdest du die nehmen? Wieso nimmt denn die jetzt nicht? Das ist ein Arschloch. Auf! Bin schon wieder hin. Okay. Habe ich die jetzt erwischt oder war das jetzt für nix? Heute jetzt wird es umsonst verballert. Hä? Ich bin verwirrt. Wow!
Verdammt! Jetzt hätte ich schon aus, als wenn sie hin wären, Dad. Was sie gar nicht glauben. Gescheiße. Mein Gott, diese Wahn. Diese Hexe macht mich fertig. Echt. Oh Gott. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!